Ja, morgen. Ich bin der Bernd, also Stromberg, Bernd Stromberg, und bin Ressortleiter Schadensregulierung M bis Z. Und meine Hobbys sind Lesen, Schwimmen, Fahrradfahren und ich grüße meine Tante in Wuppertal. Herr Stromberg, was sind denn Ihre Hobbys? Ja, gut, ich bin ja verheiratet und mach viel auf dem Balkon. Ja, das ist die Kapitol. Die ist nicht immer schön, eher selten. Ja, gut, eigentlich nie. Zigeunerjunge, Zigeunerjunge, ja la 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 la. Stromberg. Ich bin gerade, aber bist über beide Ohren. Ja, Büro ist wie ein Tierheim. Lauter kleine Kläffer, die nicht freiwillig da sind. Und alle haben sie eine Macke. Ulf hier während der Arbeit lesen, was? So würden andere gerne Urlaub machen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie ist das Leben hier so? Schon besser als richtig arbeiten, oder? Also Versicherung ist nicht unbedingt mein Traumjob. Ich hätte eigentlich lieber was mit Autos gemacht oder so. Ja, der Ulf ist relativ neu hier, so ein, zwei Jahre. Fünf. Seit 5 Jahren. Aber gehört schon so richtig zur Familie, der Ulf. Ich komme, er könnte dafür sorgen, dass du. Hast du wieder mein Handy versteckt? Ja, und das kriegst du auch erst wieder, wenn es leise klingelt. Bist du ein Vollidiot? Ulf, das ist aber jetzt. Achso, das ist im Übrigen der Ernie. Der Name ist Bert, Ja, also aber Berthold. Wir sagen aber alle Ernie. Ja, nur weil, wenn das jetzt gefilmt wird, dann finde ich Ernie nicht so gut. Im Weil mein Opa hieß Mülleimer. Bertold und der ist im Krieg gefallen. Oh, meine Mutter. Nee, hatten wir erst 12 Mal. Ulf, das ist ja nur wirklich nicht gut. Ernie. Wie gesagt, das ist alles hier wie Kirmes, nur mit Akten. Ja, die Stimmung bei den Kollegen, die pendelt immer so zwischen Kindergeburtstag und letzte Tage Führerbunker. Ulf hat mich gemobbt. Quatsch, die haben nur gesagt, dass sie eine schicke Krawatte anhat. Das ist nicht gemobbt, das ist gelogen. So, du kommst auch mit auf die Liste. Sowas ist ab sofort, ist das alles verboten. Was ist denn los, Ernie? Bert, der ist Bert. Berthold. Ja, wie mein Opa ist im Krieg gefallen. Das ist einfach eine Frage des Respekts. Was steht da unter Witze über Figur? Das heißt Frisur. Dann schreib mal noch Witze über Handschrift runter. Ich würde Figur aber auch draufschreiben, weil an deiner Stelle würde ich mir echt mal Gedanken über ein paar Aschimplantate machen. Bei den Führungskräften ist es genauso, nur subtiler. Da arbeitest du praktisch mit einem Baseballschläger aus Samt. Also aus sehr, sehr hartem Samt. Ach, der Herr Toglu. Na, wie ist es? Gut, danke. Und selbst? Sehr gut. Guti. Arbeit dürfte nicht weniger werden als Leiter der Gesamtabteilung, aber mein Gott. Achso, ich weiß gar nicht, ob Sie es schon wissen. Tuberkel hat es mir gerade selber erst mitgeteilt. Tatsächlich? Ja, hier zählt eben doch die beste Arbeitsleistung, nicht? Mhm. Natürlich. Was denn sonst? Na ja, man weiß ja, wie bei euch Brüdern im Süden das so läuft. Morgen, da wird ja dann doch eher nach der Schwanzlänge entschieden. Also im übertragenen Sinne, wer reicher ist, wer jemanden beim Militär kennt und so. Ich bin froh, dass das hier anders läuft. Das heißt aber nicht, dass ich einen kürzeren Penis habe. Ja, der Herr Turkulu ist theoretisch mit mir gleichberechtigt, aber eben eigentlich Türke. Ja, wobei das jetzt für mich keine Rolle spielt. Wenn es menschlich nicht stimmt, dann kommst du mit Toleranz auch nicht weiter. Herr Stromberg, Sie spielen jetzt mal den Chef. Und Herr Turkulu, Sie sind ein renitenter Angestellter, der mit den Entscheidungen des Chefs nicht einverstanden ist. Okay. Ist er denn auch Türke in der Rolle? Wieso? So. Also, wenn es Ihnen hilft. Nee, komm, darum geht es jetzt gar nicht. Gut. Und diesen süffisanten Ton, den können Sie sich auch mal in die Haare schmieren, ja? Herr Stromberg, ich weiß genau, was Sie wollen. Komm, komm. Sie denken, Sie hätten das hier alles schon eingetütet, weil Sie mit allen so rummunkeln, ja? Aber nicht mit mir. Nicht mit mir! Gut, vielen Dank, Herr Stromberg. Machen wir mit 2 anderen Kandidaten weiter. Frau Schäferhoff, wenn Sie mal kommen möchten, und Herr Röhler, bitte. Erschwerend kommt dazu, dass mein direkter Vorgesetzter eine Frau ist. Ich habe auch da keine Vorurteile. Aber die Erfahrung zeigt, dass es Quatsch ist. Klops ohne Körper. Das ist ja wie ein Hund ohne Schwanz. Also hinten Schwanz. Apropos, sind Sie eigentlich Single? Bitte?
überhaupt Frauen. Ein ganz schwieriges Thema. Büro ist für geile Weiber ein ähnlich guter Nährboden wie die Sahara für Spargel. Gott, die Erika. Ja, wie gesagt, bei Weibern musst du dich als Mann schon selber kümmern. Na, Sie haben schon recht. Man sollte in allem natürlich auch versuchen, das Positive zu sehen, nicht? Ja, vielleicht. Nach einem Abend auf der Intensivstation mit diesen piependen Maschinen könnte ich eine gute Abwechslung wirklich gebrauchen. Was machen Sie denn heute Abend? Was? Was? Haben Sie mich geraten? Nein. Auf gar keinen Fall. Wir können ja auch bloß was essen gehen. Das ist ja wirklich... Frau Hilvers, das haben Sie jetzt auf dem vollkommen falschen Fuß. Ich meine, ins falsche Ohr. Frau Hilvers... Sexuelle Belästigung. Scham. Ja, zwei völlig unterschiedliche Hüte. Ja, ja. So, mal gucken, was Sie hier Schönes haben. Hier. Carpaccio, Gnocchi, lecker. Wenn Sie irgendwas nicht verstehen, einfach fragen, ne? Buongiorno. Guten Tag. Schon was zu trinken? Due Aqua Minerale ohne Gas und Vino Blanco, por favor. Due Gläser. Zwei Wasser, zwei Weißwein. Danke. Die Italiener, die sind viel lockerer, ne? Da könnte sich so mancher Deutscher mal eine Scheibe von abschneiden. Da ist Herr Turculu. Zurück geht zum Italiener. Auch nicht schlecht. Mahlzeit. Ja, das ist die Tanja aus meiner Abteilung. Und morgen hast du ja auch erstmal Geburtstag. Die Tanja, die munkelt hauptsächlich mit dem Ulf rum. Heute Morgen hättest du ihn mal sehen sollen. Da war er noch immer so. Ja, und jetzt hängt er hier so rum. Ich kenne das. Lass mal einen. Es war nur, weil du hattest da was. Du, wir können ja mal nach der Arbeit was trinken oder so. Ja? Ich dachte, dass wir nach der Arbeit... Du kannst mich ja noch mal anrufen. Ja. Ich muss. Okay. Ich meine, wir können das auch mal um früh noch. Ich melde mich. Das ist alles Ertrickse, nur mit Humor. Sie kennen ja die Führerin. Geht das um jede Büroklammer? Erika. Also, haben Sie schon mal irgendwas mitgehen lassen, Frau Burstedt? Nee, natürlich nicht, Herr Stromberg. Nee, natürlich nicht, Herr Stromberg. Jedenfalls nichts Größeres, wo man jetzt so Diebstahl sagen würde oder so. Ja, ich habe ein paar Mal so Toner mitgenommen für den Drucker von der Claudia, von meiner Tochter. Ja, im Laden, da kostet das über 100 Euro und hier steht das. Also, sie hat es halt gebraucht für die Schule. Haben Sie eine Idee davon, wie sowas bei einer Frau Berkel ankommt, Toner-Diebstahl? Ja, es tut mir leid jetzt, Erika, aber ich fürchte, da sind Sie nicht länger tragbar für die Firma. Was? Ja, die Berkel ist bei sowas knallhart und auf sowas steht nun mal fristlose Kündigung. Aber ich habe doch gedacht, weil Sie gesagt haben, das ist Quatsch und so, da habe ich... Mein Vorteil ist, dass meine Angestellten wissen, dass ich nicht so verkniffen bin wie eine Bügelfalte. Und da sehe ich auch meinen Vorteil gegenüber zum Beispiel einer Frau Berkel. Die ist gelernte Erbsenzählerin. Und ich von meiner mentalen Haltung sag schon mal lieber, scheiß auf die Erbsen. So. Hallo, Erika. Das war ein Scherz. Humor ist im Büro seltener als eine Sonnenfinsternis. Tschüss. Alle warten auf den Feierabend wie der Papst auf den Messias.